Trotz des kalten und nassen Wetters fanden zahlreiche Besucher am vergangenen Sonntag den Weg auf die Lipper Höhe, um beim Siegerland-Flughafen Tag einen Blick hinter die Kulissen des Regionalflughafens zu werfen. In den Hangars und auf dem Flugfeld bot sich die Gelegenheit, interessante Präsentationen und Vorführungen zu erleben. Der Flughafen und die auf dem Gelände angesiedelten Unternehmen stellten Ausschnitte ihres umfangreichen Leistungsportfolios vor. Es gab Rundflüge, Mitmachaktionen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Ab der Mittagszeit stiegen unterschiedlichste Flugzeuge für Flugvorführungen in den Himmel auf und boten Formationsflüge, Kunstflug und Überflüge. Moderator des Bühnenprogramms in einem der Hangars war Rainer Meutsch, der Gründer der Stiftung Fly and Help, die es sich zum Ziel setzt, Schulbildung für Kinder in wenig entwickelten Regionen der Erde zu ermöglichen. Bekannt wurde die Arbeit der Stiftung unter anderem durch eine Weltumrundung, die Rainer Meutsch im vergangenen Jahr auf dem Siegerland-Flughafen begonnen und beendet hat. Als Überraschungsgast betrat am Nachmittag der mittlerweile 72 Jahre alte Heino die Bühne und unterhielt das Publikum mit einem einstündigen Programm der bekanntesten Lieder aus seiner beinahe 50-jährigen Bühnenkarriere. Zugunsten der Stiftung Fly and Help verzichtete er auf die Gage für seinen Auftritt.